Schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge könnte ich vielleicht etwas arschig gewesen sein, indem ich mich ganz fies verabschiedet habe. Aber die Zeit war leider um. Und dafür haben wir jetzt hoffentlich, Spoiler, Sly stirbt, danke, jetzt haben wir höchstwahrscheinlich die Chance, ein paar Tode von mir zu miterleben und den Bossfight. Das wäre doch nice. Und denkt bitte dran, viel trinken. Ich bin immer arschig. Yep. Okay, was kannst du verrichten? Muss ich die Dinger hier... Was muss ich denn machen zum Geier? Oh! Okay. What the fuck? Für dieses Jahr. Okay. Team Sly Todezähler. Das Schlimmste ist, ich glaube, Wulgrin ist einfach kilometerweit entfernt. Der war vorhin doch genau hier an dieser beschissenen Stelle, bei der ich jetzt durchlaufen darf. Vorhin von diesen Viechern auch noch 2 oder 3 Liegen habe. Da wird der Bock drauf. Müsste ich schauen, wo ich glaube ich durchstrafen kann. Ich weiß, dass ich einen Teil durchlaufen kann. Das Schlimmste ist, glaube ich, hier vorne jetzt die ganzen Gegner. Die hier. Verstärkung. Genau das, was ich brauche. Schieß nach mir. Ja, das ärgert mich. Sag mal, bei Bossfights hätten sie es ja wenigstens hier vorne am Startgebiet wieder hinstellen können. Ne? Das wäre echt okay gewesen und auch fair. Aber so. Der Song Request funktioniert übrigens nur über... Das Leben. Gib lieber gleich. Was macht der eigentlich die ganze Zeit dann damit? Dreht er die Leute? Okay, ich muss ihn runterholen. Check. Okay, wir haben jetzt doch noch einen Dicken. Natürlich ist meine Chaosgestalt jetzt auch weg. Natürlich! Ich habe ja auch nur Ausweichen gedrückt und auch noch vor den Heal. Aber ja, passt schon. Jetzt darf ich den ganzen Weg schon wieder laufen. Yay! Freude über mein Haupt. Echt dusche. Jetzt muss ich den dicken Kerl da gleich wieder von den Käfern befreien. Kein Damage bekommen. So, was ich gleich habe für die Käfer ist noch mein Fury. Also mein Zorn. Ich fürchte nämlich, dass ich den jetzt hier nochmal brauchen werde. Langeweile,
Ah, okay, gut. Ich muss das jetzt schon mit Zorn machen und hoffen, dass ich alles andere kann. Dicker, hässlicher Käfer. Ich glaube, jetzt beginnt erst die richtige Phase. Oh ja, klar. Ich sollte mir vielleicht erstmal gerade einen Schwung meiner Seele wiederholen. Wow, der schlägt noch mit dem Schwanz. Oh Mann, ey. Okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Ob das auch so aussieht, wenn Sly auf seinen Thron steigt? Ähnlich. Okay. Dass der Typ jetzt auch noch mit dem Schwanz umgeschickt hat, habe ich nicht gerechnet, aber na gut. Haben wir wieder was Neues gelernt. Immerhin wissen wir schon mal, wie wir ihn da ordentlich wegtriggern. Boah, ernsthaft? Das Schlimmste ist, mein Zorn ist, glaube ich, noch nicht oben, dass ich ihn gleich ordentlich geben kann, aber hey. Ein dummes, sinnloses Spiel. Okay, warum auch immer das jetzt funktioniert hat, aber hey, ich bin fertig. Ihn muss ich anscheinend mit viel Geduld machen. Ausweichen, Blitzschlag. Schauen wir mal. So, erstmal mache ich die Kleinen hier. Ein dummes, sinnloses Spiel. Ja, ja. Der macht schon ordentlich Damage. Heute. Für diese Woche.
Okay. Nein! Warum? Ich war noch in der Range? Och, komm. Oh, das war so gut, ey. Oh. Was sollte ich wissen, dass der mit dem Aufschlag noch so eine Range hat? Ey, komm, es war echt bedeutsam besser als davor. Ja, Team Käfer, ich lese das hier schon wieder. Ich bin voll gegen Team Käfer. Alter, was hat der denn für eine gottverdammte Range? Dreckiges Stück. Bist du Ulti? Ja, ich weiß. Aber trotzdem, die wollte ich einsetzen, wenn ich sicher bin, dass ich den auf jeden Fall auch bekomme. Dass ich da durchziehen konnte. Und da war ja noch zu viel. Der hätte da noch zu viel Leben gehabt. Was mich jetzt zerstört ist, jetzt stehe ich hier wieder. Und darf eine Scherbe reinschmeißen. Da habe ich so gar keinen Bock von. Okay. Das ist tatsächlich vielleicht das erwartet, die erste Phase. Komm, die zweite kriege ich auch. Will das in dieser Folge noch schaffen? Nee, ich finde, das hier ist genau das Richtige, denn ich kann damit schön aus der Entfernung pfeffern. Das kann ich nämlich. Das kann ich nicht mit Feuer. Das Problem ist doch, ich muss es auch erwischen. Na, die hole ich mir gerade für einen kleinen hier. Tanzen wir! Seht ihr, wie wenig Damage ich drin mache eigentlich? Ich brauche Blitz anscheinend, das macht echt reichlich Damage an mir. Na, fuck. Jetzt aber! Ja! Dickes, hässliches Käferlein! Gratuliere! Das ist sicher die reinste Erfüllung! Was würde es ändern, mich zu töten? Auf den traurigen Kreuzzug. Bettelst du etwa? Zeig ein bisschen mehr Würde! Schätzchen, ich lasse mir beim Morgentee von Sklaven den Hintern mit Engelsflügeln abwischen. Würde ist ein Mythos, wie das Gleichgewicht für das Kämpfen. Ja, an sich das. Oh, bist du nicht erschöpft? Doch. Aber selbst der zermürbendste Kampf ist weniger ermüdend als Untätigkeit. Ja, der füllt das Medaillon aber gleich anständig aus, ey.
Irgendwie sieht das gerade aus wie bei Ghostbusters. Hat sie das gerade ernsthaft abgebrochen? Nee, sah so aus. So viel Bewegung hatte er schon seit 1000 Jahren nicht mehr. In der Tat. Na, werden wir gleich wieder wegportalisiert? Ja, okay, anscheinend nicht. Glühende Überreste war das. Wo stehen die denn noch? Ich denke, die kann ich alles nicht sagen. Hier waren wir vorhin einmal. Aber irgendwo gab es doch noch ein Sonderloot. Irgendwas gab es hier doch. Das habe ich von der anderen Seite gesehen. War das hier oben auf den Dingern drauf? Der U-Bahn? Ja, genau den. Großer Lurkhaufen. Ah, okay, ich habe gedacht, wir haben mehr. Ah, da ist er. Und ein Engelsartefakt. So, das kriege ich ja Gott sei Dank relativ schnell. Wie nett von dir! Du schmeißt eine Party, wie nett von dir! Ja, warum haben wir das geschafft? Ich glaube, da kommen wir nämlich wieder zurück. Und tatsächlich uns jetzt so langsam mal. Sei gegrüßt. Ah, Schlangenlöcher. Hier unten an der Kreuzung. Aber wir gehen erstmal zur Schmiede des Schaffers, ne? Schauen wir erstmal, was wir da machen können. Und unten an diesem Hauptweg gab es ja Bereiche, an die ich noch nicht rankam. Wir haben ja jetzt dieses komische, lustige Schweben kennengelernt. Bedeutet, wir könnten... Also hier früher doch mal rübergewippt sind. Wisst ihr noch, irgendwo da hinten gab es doch auf so ein Ding... Gab es doch mal so ein Schwebeteil. Das suchen wir uns jetzt gerade mal. Hi, Digga. Ich weiß, dass hier 2 Stück sind. Ey! Der ist tatsächlich gerade gewagt, zu schlagen. Na komm. Da hinten ist er. Genau das suche ich. Seht ihr das? Das suche ich. Ernsthaft? Da habe ich echt noch eine kassiert für. Das ist eigentlich ein bisschen dreist vom Game. Mir dafür noch eine zu geben, aber okay. Okay, ich habe einen Ladebalken, der eigentlich nicht sein dürfte. Jetzt sag nicht, das Game crasht. Also ich weiß ja nicht, was ihr da seht, aber seht ihr meine Figur? Für mich tut die ein bisschen stacken. Ha! Bisschen harter Crash, oder? Was ist denn los? Die hatten doch gerade einen Hotfix. Der erste Fix war doch schon raus. Verstehe ich wieder nicht. Hm. Naja. Wird wohl der nächste Hotfix beim nächsten Mal kommen. Oh, bitte jetzt lass das Spiel weitergehen. Oder hat es ihn komplett zerlegt? Ich habe keine Fehlermeldung. Aber das Bild lehnt nicht. Das ist äußerst unschön. Tja. Leute, wir haben nur noch 1 Minute auf dem Radar. Und wenn ich das Spiel jetzt neu starte, ne, und dann wieder anschmeiße, haben wir hier nur noch ein paar Sekunden. Das lohnt ja mal gar nicht. Ne? Daher würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Slyfox. Ciao.